So, wir können jetzt ab sofort Frischkäse selber herstellen und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, geht auch Mozzarella selbst herzustellen. Und zwar aus einer ganz natürlichen Geschichte, ohne Zusatzstoffe. Ich mache das jetzt mal einfach so vor. Ihr braucht dazu einen Sieb, ganz normal. Ihr braucht eine Schüssel, die ziemlich tief ist auch. Und ihr braucht ein Taschentuch oder am besten wäre so eine schon ein Nesseltuch oder so eine Babywindel, allerdings eine frische wäre ganz gut. Dann macht ihr das nass im Wasser, bringt es aus und dann wird es hier so eingelegt. Dann nehmt ihr von unserem frisch zubereiteten Joghurt, schüttet das ganze Joghurt da rein, macht es zu. Die erste Viertelstunde lasst das bitte heraußen stehen und dann gießt ihr einmal die Molke ab. Hier könnt ihr trinken. Molke ist sehr, sehr gut für unseren Körper, für unseren Organismus. Ist sehr kalziumreich. Wer zum Beispiel abends mal schnell schön sein muss, dass keine geschwollenen Augenlider und solche Geschichten da sind, funktioniert wunderbar tagsüber eben die Molke von einem Liter Joghurt trinken. Kann man mit frischen Säften anreichern, dass es ein bisschen besser schmeckt. Und ja. Bis zum Abend habt ihr dann einfach überflüssiges Wasser, was sich im Gewebe gesammelt hat, verloren. Dieser Frischkäse bleibt dann, also ich habe es jetzt 24 Stunden im Kühlschrank gelassen und habe es dann noch mal ein bisschen ausgerungen. Und dann kommt sowas zustande hier aus einem Liter Joghurt. Machen wir hier einen Frischkäse und wenn man den noch ein bisschen mehr ausdrückt, dann habt ihr so eine Art Mozzarella. Jetzt sieht man, dass noch ein bisschen Molke abgelaufen ist. Und jetzt erkläre ich euch mein absolutes Lieblingsrezept, warum mir das die Heike immer mitgebracht hat. Also ihr könnt hier mit dem Messer schneiden, ne? Frischkäse. Und dann nehmen wir ein bisschen Olivenöl. Und wir haben jetzt hier ein ganz frisches Olivenöl, also direkt vom Bauern. Dann kommt drauf ein bisschen Salz. Dann natürlich unser Chili-Schrot. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen frische Kräuter. Voilà. Voilà. Mm. Lecker. So, bitteschön.